Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ja, Sie sind ja wieder super zahlreich heute Morgen anwesend. Das freut mich und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie wissen das. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und das bleibt in Zukunft auch so. Okay, dann übertrage ich sehr gerne den Bildschirm an den Thorsten, wünsche viel Erfolg und viel Spaß und ich bin gespannt, was wir jetzt sehen. So, ich auch. Guten Morgen aus dem wunderschönen Lettland. Ich habe mir heute mal ein bisschen was anderes auf die Fahne geschrieben. Und zwar werden wir uns gleich mal ein bisschen angucken, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich mache das Webinar heute draußen. Wir sind schon mitten in Lettland angekommen, in Aglona. Das zeige ich euch gleich mal auf der Karte. Bei uns ist es inzwischen 8:45 Uhr, für Lutz 8:48 Uhr, damit wir auch pünktlich anfangen. Das ist für mich wesentlich angenehmer und habe auch sicherheitshalber heute eine neue Tasse mitgebracht, Nelson, ne? Ja, Heute steht da konnte ich nichts. leider nicht sehen Wie ist wegen der Sonne. Wie bitte? Ich sag, konnte ich leider jetzt nicht erkennen wegen der Sonne, aber Weltbester Opa. sehr gut, passt. Ja. Ne? Nicht mehr Esel, heute Opa. Sehr gut. Wir sind extra Richtung Osten gefahren, damit wir zu christlichen Zeiten anfangen können und nicht morgens aufstehen müssen. Ich habe es leider nicht geschafft, die Bilder fertig zu machen, aber die werden wir in unserem Facebook-Kanal der Reisende Händler heute oder morgen veröffentlichen. Wir haben gestern Abend hier, jetzt muss ich euch mal die Webcam wieder klauen, ne? Wir reden nachher gleich mal über das Thema SKS, wird heute das Thema sein, weil wir da gestern einige Streitpunkte hatten. Und was heißt Streitpunkte? Diskussionspunkte. Streitpunkte gibt es ja an der Börse nicht. So, damit man sich mal eine grobe Richtung machen kann. Wir waren bis gestern hier südlich von Kaunas in Vilnius, haben uns die Stadt Vilnius angeguckt, nachdem wir das letzte Webinar, glaube ich, haben wir in Polen gemacht. Da waren wir noch hier unten. Wir sind dann hier an Warschau vorbei, hier hoch bis in die Masuren. Da. Genau, hier in diesem Bereich haben wir uns dann übers Wochenende 3, 4 Tage aufgehalten. Wir hatten wunderschönes Wetter und konnten wunderschön einen Haufen Tiere beobachten, Adler bei der Jagd. Haben uns dann hier rüber geschlichen nach Vilnius, haben dort am Stadtrand auf einem schönen Parkplatz gestanden, haben eine Stadtführung genießen dürfen mit einer sehr netten deutschsprachigen Litauerin, die uns über 5 Stunden durch die Stadt gehetzt hat. Danach waren wir fix und alle. Wir haben dann gestern beschlossen, den Weg weiter zu fahren, hier bis nach Aglona. Und hier werden wir jetzt 1, 2 Tage verbringen, auf einem ziemlich einsamen Hof. Auch wenn hier 1, 2 Leute rumrennen, es kann sein, dass jetzt im Hintergrund gleich eine Stimme kommt, die, naja, werdet ihr ja vielleicht hören. Wir sind von hier aus werden wir dann die russische Grenze weiter hochfahren bis nach Tartu, hier oben um den See rum, eventuell hier in die äußerste Ecke nach Narva. Und dann werden wir hier oben entscheiden, wie sich die Behörden jetzt verhalten, was die Ein- und Ausreise von und nach Schweden betrifft. Weil von Tallinn haben wir dann vor, weiter nach Helsinki, hier unten nach Karelien zu gehen, um zu gucken, ob wir da Bären sehen können. Die Bärensafari hier unten südlich von Tallinn ist leider geplatzt. Die wollten das nicht so, wie wir das gerne wollen. Und deswegen haben wir es verschoben. Ansonsten würden wir nämlich sehen, wenn wir durch Schweden dürfen und hier die Bärensafari auch nicht hinkriegen, die Tour vielleicht extrem zu verkürzen
und von Tallinn direkt mit der Fähre überzusetzen. Aber das entscheiden wir dann Anfang nächste Woche. Okay. Ja, jetzt fängt die Sonne ein bisschen an zu blenden. Ich muss mal ganz kurz mein Tischchen Stück verrücken. So, machen wir das. Dann geht das besser. So, schon gut. Danke. Hier haben wir einen kleinen alten Bauernhof erwischt, wo wir gestern seit langem mal wieder draußen sitzen konnten vom Lagerfeuer und uns die Abendsonne auf dem Bauch scheinen lassen konnten. Das werden wir aber, wie gesagt, in den Bildgeschichten dann nachholen, wenn wir das denn hinbekommen haben. So. Den haben wir jetzt. So. Und jetzt kümmern wir uns mal einmal um, das ist für heute gedacht. Das sind die Zielbereiche für heute, wo wir uns mal eine Route gleich festlegen. Vorher möchte ich aber die Route von gestern. Da. Stimmt nicht, ist die Route von vorgestern. Die Route von vorgestern hatten wir festgelegt, dass wir runtergehen an die 1.13.28, 1.13.29 und haben dort gelongt. Diese Positionen sind heute noch im Markt. Oh, ich sehe gerade, ich habe das Fragenfenster gar nicht. Wundere mich schon, dass hier keiner was fragt. Doch. Da. Bei Temperaturen von, hat Lutz gerade geschrieben, bei Temperaturen, ich schätze mal, jetzt haben wir so um die 19, 20 Grad. Okay, also wir haben vorgestern am Dienstag früh hier unseren Tagesplan gemacht, unsere blaue Route, unsere rote Route. Die rote Route sollte gehen von hier oben kommend. Allerdings hatten wir vermutet, dass sie ein Stück höher geht. Hier oben wollten wir shorten, nach unten hier diese Position in dem Bereich drehen, zwischen 1.13.28 und 1.13.14. Hier unten entweder da oder da, haben wir gesagt, je nachdem, wo er hinläuft, werden wir die Position shorten, hier oben shorten, bis hier runter, hier unten drehen und dann hochlaufen. Hier oben, den Gefallen hat er uns nicht getan. Er ist nicht hier hochgelaufen bis über die 50, sondern nur bis an die 50. Es wäre besser gewesen, wenn er über die 50 gelaufen wäre. Dann hätten wir uns schon ein bisschen Pulver einfahren können, um die Long-Position mitzunehmen. Aber wir haben sie bei 1.13.28 dann gelongt mit dem Ziel, hat man doch irgendwo hingeschrieben, da, mit dem Ziel, zielen bei 1.14.95, das erste Ziel 1.14.23. So, dann kam der Lauf gestern, den wir ebenfalls so bezeichnet hatten, mit der blauen Route nach unten und dann nach oben weg. Ziel war, die 1.14.23 kaputt zu machen und dann die 1.14.92 anzulaufen. So weit sind wir jetzt noch nicht gekommen. Die 1.14.92 haben wir noch nicht. Die könnte aber noch kommen. Auch diese Nummer, selbst die Nachzügler hätten gestern früh hier unten sehr schön in dem Bereich, also die 1.13.28 verpasst haben, hätten gestern Morgen immer noch die 1.13.92, 1.13.94 hier unten packen können, um dann die Nummer bis zur 1.14.50, 1.14.44 oder 1.14.50 bis hier hoch mitnehmen zu können. Die Position von 1.13.28 kommen sind jetzt mit einem Wochenziel abgesichert bei 1.13.78. Dort bleibt mein Stop auch noch liegen. Ich habe den Stop so liegen lassen,
dass wir ein Wochenziel auf jeden Fall drin haben. Und diese Möglichkeit hatten wir schon am Dienstag früh. Am Dienstag früh konnten wir den Stopp dann oder Dienstagvormittag auf 1.13.78. Am Dienstagabend haben wir es auf Slack noch kommuniziert und haben dort gesagt, das Beste ist, ein Wochenziel abzusichern und dann ins Bett zu gehen. Dann schläft man ruhiger, schon alleine mit dem Wissen, man muss morgen früh nicht aufstehen, man muss morgen früh nicht arbeiten, weil die Arbeit für diese Woche mit 50 Punkten ist gemacht. Soweit klar die Nummer? Verstanden bis hierher, was wir gemacht haben? Ihr dürft auch Nein sagen. Sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst. Okay. So, hier haben wir noch unser Dreieck, was wir letzte Woche gezeichnet haben. Und der Ausbruch ist dann früher gekommen, als wir vermutet haben. Am Dienstag haben wir noch gesagt, pass auf, dieses Dreieck hier würde dann noch ein bisschen hin und her dümpeln und dann nach oben rausgehen. Er ist aber direkt nach dem Webinar nach oben rausgeschossen und hat auch unsere Ziele hier oben aus der letzten Bewegung, unsere FIBO-Ziele hier oben direkt abgearbeitet, sogar bis zur 161,8. Jetzt könnte dieser Ausbruch nochmal bestätigt werden. Das heißt, die Jungs, die ihre Stops jetzt auf der 78 liegen haben, noch liegen haben, ich weiß nicht, wer sie noch liegen hat, könnt ihr ja gerne mal hier reinschreiben, wer in der Position da noch drin ist. Kümmere ich mich gleich drum, Lutz. Ich weiß nicht, wer da in der Position noch hängt. Okay, wenn das Gros raus ist, brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, weil wenn noch jemand drin ist, muss er damit rechnen, dass wir einmal die Kante hier wieder anlaufen, die 79, dann würde der Stop knapp verfehlt. Wenn er allerdings den Ausbruch direkt bestätigt, gehen wir bis zur 74 und dann eventuell wieder nach oben. Und so wie Lutz es gerade richtig erkannt hat, kann man diese Geschichte nicht nur im M15, sondern verfolgen bis zum M1. Wir haben hier eine Schulter, wir haben hier einen Kopf und hier eventuell die zweite Schulter. Die zweite Schulter sollte aber idealerweise hier oben ausgebildet werden. Dann müsste er jetzt nochmal hoch, damit er hier den Nacken ausbildet. Eine Nackenlinie versuche ich immer so gerade wie möglich hinzukriegen. So, und die wäre dann in diesem Fall, wenn sie gerade kommen sollte, nur so als Warnschuss für die, die unterwegs sind, bei 1.13.86. 1.13.86, das kann der Verlauf nach diesem Regelwerk werden, je nachdem, welches Regelwerk man jetzt benutzt. Wenn man dieses Regelwerk nimmt, hier runter, dann da hoch, und dann wieder runter. Mit dem Ziel, ja, ihr werdet hier im Hintergrund wahrscheinlich ein paar Leute hören, aber ihr werdet die Sprache nicht verstehen. Es sei denn, hier ist ein Lette dabei. So. Mit dem Ziel nach unten, dann ungefähr da. Bei 1.13.20 kommen wir dann wieder an, nämlich da, wo wir mit dieser Position gestartet sind. Das wäre nach diesem Regelwerk, wenn alles auf Short kippen sollte und unsere Long-Position keinen Bestand mehr haben, wäre das Regelwerk, um nach unten durchzumarschieren. Okay? Aber erst dann, wenn wir hier unten drunter fallen. Wir haben jetzt im H1 Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben noch keinen bestätigten Abwärtstrend. Erst wenn wir einen Schlusskurs hier unten drunter bekommen, ist der Abwärtstrend bestätigt. Solange kümmern wir uns einfach um die Long-Situation. Und nach Zielbereichen dürfen wir hier
diese schade jetzt schon fast zu spät, obwohl wir ja, wir haben den Zielbereich hier bei der 1.14 zurückerobert, hier rein, sind hier wieder zurück und sind jetzt schon ein Stück zu weit, aber so hier oben drüber, ich bin ganz bewusst den Analysechart ohne Apostroph, wenn man das sieht, ich kann hier drinnen jetzt nicht handeln, also werde ich das auf dem anderen Konto machen, in dem anderen Chart. So, hier oben drüber die Nummer Long. Wie gesagt, Nelson hat es vorhin gesagt, keine Handelsempfehlung. Da oben drüber Long. Ich bin jetzt etwas spät reingekommen. Stop in diesem Fall da unten drunter. Bei der 96, Entry bei der 2. Ich bin jetzt bei der 3 reingekommen, also 7 Punkte Stop. Und diesen Stop ziehe ich jetzt schon nach da drunter. Unter dieses Tief. Da geht der Stop jetzt schon hin. Ziel ist schon hier oben die 18. Dann haben wir hier das Tagesziel. Ich packe da mal schnell meinen Stop nachziehen. Upp. Okay. Wir packen hier oben den Take Profit hin. Ich bin von der 3 gekommen, bis zur 17 sind 14 Punkte, also 12 Punkte ist mein Tagesziel und das langt sogar, wenn ich den bei 16 hinlege. Ich lege da eine Limit Pullback hin, eine Short Limit Pullback. So. Okay, Regelwerk heute, verstanden, was ich da jetzt gemacht habe? Also immer schön dazwischen hauen hier oder dazwischen schreien, wenn es nicht ist. Nelson sagt mir dann schon Bescheid, wenn ich was verkehrt mache oder wenn irgendwas nicht verstanden ist. Bitte melden. Bitte melde dich, ne? Okay. Das heißt, wir haben hier unseren Zielbereich, den hat er kurz nach unten hier kaputt gemacht, zurückerobert, bestätigt und jetzt soll er dahin. Das heißt, Verlauf heute so und so, wahrscheinlich bis da hoch. Und dann sollte man seine Long-Position überdenken, deswegen auch eine Limit-Pullback, weil hier oben, welche Nummer hatten wir uns aus der SKS gerade geholt? Wo könnte die Schulter entstehen, die rechte? Habt ihr euch draufgeschrieben gerade, ne? Habt ihr euch also nicht gemerkt? Keine Antwort ist auch eine Antwort, muss man sich auch nicht merken. Dann braucht man auch hinterher nicht meckern, wenn man die Position nicht gegriffen hat. Wir haben bei der SKS hier die Schulter bei der 1.14.22, 1.14.24 und 1.14.22.24. Das heißt, wir landen irgendwo hier genau dazwischen. Genau hier dazwischen mit einem Spike gehen wir sogar an die 26, vielleicht sogar bis an die 30, deswegen auch die Limit Pullback hier oben und dann geht die Nummer raus. Mein Stop bleibt bei der 99 liegen. Entry wäre hier bei 2 gewesen, das heißt 3 Punkte Risiko, die behalte ich noch bei. Eventuell Break-Even, wenn wir den Schlusskurs hier oben drüber kriegen, da, genau, über der 7, da müssen wir erstmal oben drüber, dann sind wir etwas gesaved. Ne? Fragen dazu?
Mit 3 Punkten Risiko kann ich leben. Limit Pullback mit Reverse-Befehl wäre perfekt. Wenn man shorten will, und dann wechselt man von den Zielbereichen wie mache ich eine LPO? Die machst du automatisch, indem du hier oben einfach eine Short Order hinlegst. Da eine, das ist automatisch eine Limit Pullback. Und diese Order kannst du dann hier den Rücklauf bestimmen. Kannst sagen, okay, 1 oder 2 Punkte Rücklauf. Meine liegt jetzt hier mit 2 Punkten Rücklauf drin. Und das Sell Limit stellst du das hier ein. Und wenn du dann daraus einen Reverse-Befehl machst, da RV, im gleichen Chart, dann schließt du nicht nur deine Long-Position, sondern drehst das Ding automatisch auf Short. Dafür haben wir hier die Limit Pullback. Die kann hier bei mir jetzt nichts anrichten, weil ich, da liegt sie. So habe ich sie jetzt drinne. Dort mit 2 Punkten Rücklauf. So. So ist das bei mir jetzt platziert. Okay, verstanden? Danke für die saubere Erklärung. Bitte für die saubere Erklärung. Gerne doch. Ne? Guck mal, jetzt wird die Hütte voll. Seit 48 wahrscheinlich, ne? 45 fehlt die Hälfte, ne? Ja. Wahrscheinlich haben die Leute nicht damit gerechnet, dass bei mir schon 8.48 Uhr war. Da essen wir fast Mittag. Ne? So, hallo Thorsten, hast du den Peter noch auf der Rechnung? Ich habe den Peter noch auf der Rechnung. Aber leider zu weit unten liegen. Ich werde mich bemühen. Ne? Er war stets bemüht. Wir telefonieren die nächsten Tage einfach nochmal in Ruhe, okay? Wir beide? Super. Okay. Dazu haben wir dann diese Nummer. So, und jetzt gucken wir uns dieses Spielchen mal an. Zur Information, ich habe meine DAX-Position eben vor dem Webinar geschlossen. Erstmal. Das Gap-Risiko oder Gap-Close-Risiko ist mir zu groß. Deswegen können wir jetzt hier ganz entspannt rangehen. Wir hatten gestern die Diskussion SKS ja oder nein. So, wir hatten gestern im Plauder-Channel nämlich die Diskussion einer SKS, leider keine Uhrzeit. Okay, aber ich habe das Bild vor Augen hier. Wo darüber diskutiert wurde, haben wir hier eine SKS, ja oder nein. Dazu mache ich das Bild einfach mal kleiner. Unser Regelwerk hier, um es erstmal zu erklären, ist im Moment hier eine SKS, die wir seit gestern gehandelt haben oder gestern gehandelt haben. Ich habe diese Position bei 12.935 gestartet und habe sie vorhin mit 100 Punkten geschlossen. Ich hatte auf Slack noch geschrieben, dass ich so viel schließe, dass mein Wochenziel oder mein Tagesziel drin ist und habe aus Versehen die ganze Position geschlossen. Jetzt war vielleicht auch ganz gut so. Jetzt muss ich sehen, einen neuen Entry zu bekommen. So, Regelwerk hier ist dieser Kopf. Da. Schulter, Schulter, Kopf. Die Nackenlinie verläuft leider nach dem ersten Abmarsch da unten, muss sie leider Gottes so verlaufen. Die sieht mir viel zu unsauber aus, deswegen habe ich sicherheitshalber diese Linie für mich dafür auserkoren. So. Und wir haben auch hier in diesem Bereich gestern Abend, so schauen wir mal, wo wir den Schlusskurs haben. Da. Da haben wir den Schlussakkord haben wir gestern Abend oder gestern Nacht bei 9:30
Das heißt, da war meine Position gerade Break-Even. Ja, okay. Dann. Mein Hund kommt ab und zu mal kuscheln hier. Hier in diesem Bereich. Hier war der Schlusskurs gestern Abend von unserer SKS. Wir haben die bei 35 gestartet. Und zwar genau, als er hier hochgelaufen ist. Ich habe eine Limit-Pullback auf die 35 gelegt, weil bei 57 ungefähr haben wir die Schulter. Die muss ja nicht genau angelaufen werden. Jetzt hat das allerdings tickgenau gemacht. Da und da hatte sie tickgenau angelaufen. Wir haben hier das High bei 57,05 und wir haben hier das High bei 56,55. Es fehlen 0,5 Punkte hier oben, um diese Schulter anzulaufen. Dann hat er direkt umgekehrt, ist nach unten gelaufen. Die Position war logischerweise abgesichert mit Break-Even. Wenn er hier runter an die 80 läuft, ich weiß gar nicht, ob ich das kommuniziert habe gestern, wenn ich solche Positionen über Nacht platziert habe, packe ich hier den BE-Schutz mit 50 Punkten rein. Ja, ich habe meine Position vorhin aus Versehen komplett geschlossen mit 100 Punkten, was jetzt im Endeffekt ja auch gut war. Man kann sie natürlich jetzt, wenn man den Rücklauf hier immer noch riskiert, bis dahin kann man sie immer noch mit 70 Punkten schließen. Für Edel, der unsere Performance mitschreibt hier, diese Position werde ich jetzt mit 70 Punkten werten. Schau mal im Chat, Thorsten, wegen Euro, deine Position im Euro. Der Euro ist geflogen. Okay. Anscheinend. Ja, da. Jetzt gerade geflogen. Okay. Danke für den Hinweis. 3 Punkte ist ja jetzt nicht so die Welt. Wenn wir hier jetzt nur ein nachlaufendes Tief bekommen und wieder umdrehen, würde ich diese Position neu eröffnen. Könnt ihr mich bitte auch wieder darauf hinweisen, wenn ihr es wollt. Ja, ich will aufstocken. Da unten liegen meine ganzen Order zum Aufstocken, die ich gestern Abend dort platziert hatte. So wollte ich diese Position aufstocken. Das werden wir auch tun, aber das machen wir nachher im Kanal bei uns. Jetzt würde ich diese Position hier in diesem Bereich hier oben bei der 12880 neu starten. Ich habe sie, wie gesagt, nicht absichtlich, sondern aus Versehen geschlossen. Wir haben noch die Frage offen. Nehmen wir die SKS gestern ja oder nein? Hier bewegen wir uns jetzt gerade zwischen den Emmas. Also, wer eine Short-Position starten will, jetzt schon, also nicht bis zur 80 warten will, muss seine Stops da oben über die 12 legen. Ungefähr so. Ich werde hier eine kleine Position starten, den Stop da oben drüber, nur ein Drittel der Position. Das heißt, ein Drittel der Position, wenn ich jetzt mit 50 Punkten rausfliege, sind es rechnerisch nur 17 und werde diesen Grund ist jetzt die Emma und werde diese Position hier drunter direkt aufstocken und hier massiv. Den Rest werden wir nachher im Slack-Kanal begleiten. Nein, SL nicht wieder die 10, sondern den SL knapp hier oben drüber über die rechte Schulter. Der Stop kann hier knapp über die Schulter, über die 69, wenn man hier oben bei der 80 aufstockt. Wenn er hier hochlaufen sollte an die 80, würde ich diese Position hier genauso aufstocken. Dort liegt die nächste Nummer. Okay? Ich wollte jetzt aber das leidige Thema von gestern mal aufgreifen, um
Komm her. Da. So. Da haben wir die Emma. Gestern Abend im Slack-Kanal wurde darüber diskutiert, dass wir, da habe ich vehement dagegen gehalten, sondern wir haben hier eine SKS. So, wir haben da eine Schulter, wir haben da eine Schulter und wir haben da einen Kopf. Eure Meinung dazu, ist das eine SKS, ja oder nein? Ja, super. Warum ist es keine SKS, eurer Meinung nach? Die Meinung ist ja hier eindeutig. Ich werde gleich ein paar Kinder im Hintergrund hören und meinen Hund vielleicht knurren hören, nicht weil er Kinder frisst, aber er ist schon etwas älter, er ist über 14 und hat jetzt ein bisschen Kummer zu unterscheiden wahrscheinlich, ob das ein Kind ist oder ob das ein Hund ist. Er sieht dann nur was auf seiner Höhe und dann muss er erstmal knurren, um zu sagen, hier, pass auf, hier ist ein Hund, hier passe ich auf. Richtig, so ist es. Wir haben eine SKS. Die Grundvoraussetzung für eine SKS ist für mich ein aktiver, ein ausgeprägter Trend. Eine SKS kann man dann gut handeln, wenn ein ausgeprägter Trend vorliegt, weil eine SKS und hier im Fall eine inverse SKS soll das Ende eines ausgeprägten Trendes anzeigen oder die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ein ausgeprägter Trend zu Ende ist. So, jetzt gucken wir das ganze Spiel mal übergeordnet an. Wir haben hier seit einer Woche von hier unten kommend, von hier an, haben wir schön einen ausgeprägten Trend. Hier das nachlaufende Tief an der 12.530. Von da an haben wir einen schön ausgeprägten Trend. Und dieser Trend, der kann hier durch eine Schulter, Kopf, Schulter beendet werden. Dieses Muster, das deutet dann darauf an, dass der Aufwärtstrend hier gebrochen ist. Das hier ist nichts weiter als eine bullische Flagge. Nichts weiter als eine bullische Flagge, die da zwar darauf hindeutet, das nach oben zu handeln, aber es wurde gestern darüber diskutiert, ob man diese Geschichte handeln kann und 104 Punkte mitnehmen kann. Selbst wenn ich hier versuche, mir ein Regelwerk dahin zu biegen und mehr ist es nicht. Es ist nicht mehr als, okay, Euro dreht auf Long. Da haben wir es. Zack. Nachlaufendes Tief von der 92 kommen. Scheiße, Papa hat's verpasst. Dann machen wir das hier. So, Stop da drunter. Und Ziel hatten wir wo definiert? Ziel hatten wir da oben definiert mit Reverse-Befehl. Fertig. Stop, 8 Punkte. Fertig ist das Ding. So, wenn man sich jetzt hier was zurechtbiegt, und sorry, wenn ich das so deutlich sage, die Order nehme ich mal alle raus, hier sicherheitshalber. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber das ist nicht mehr, als sich ein Regelwerk zurechtzubiegen.
Schulter, Kopf, Schulter. So, dann haben wir hier eine Nackenlinie. Und wenn wir dort die Nackenlinie haben, dann ist das Regelwerk diese SKS und zwar bis dahin. So, und dann kann man das Ding Maximum handeln, je nachdem von wo man kommt. Wenn man hier die Emma, die 91 nimmt, kann man das Ding handeln bis zur 80. Wenn man diese Kombination hier nehmen sollte. Das heißt, da kommt man hier irgendwo in den Bereich rein. Hier oben haben wir allerdings bei der 80 die harte Kante, handelbar bis dorthin. Also, Regelwerk nach SKS hier ganz klar nicht erfüllt, weil die Grundvoraussetzung fehlt, dass wir einen massiven Abwärtstrend haben müssen, um eine inverse SKS handeln zu können. Die Bewegung hier hin und her ist auch, sage ich mal, jetzt nicht gerade von so einem riesen Vorteil. Das Einzige, was das hier ausgemacht hat, war das Gap Close, was er aber nicht mal fertig gepackt hat. Er hat das Gap nicht mal komplett geschlossen. Der hätte bis zur 61 fallen müssen, da waren noch 12 Punkte offen. Und selbst ein Gap Close berechtigt nicht, also mich jedenfalls nicht, und ich bin ja selten mit Dirk einer Meinung, auch wenn wir immer die gleichen Marken haben, aber wir haben ja unterschiedliche Ansätze. Aber hier bin ich voll bei ihm. Ein Gap Close, wenn er das Gap hier nach unten zumacht, berechtigt mich noch lange nicht, oder das heißt noch lange nicht Long. Wenn er ein Gap nach unten zumacht, heißt es noch lange nicht, dass es dann Long geht. Ich kann eher dieses Gap Close nach unten handeln, also zusehen, dass ich diese Nummer hier von oben nach unten mitnehme und hier unten dann mein Stop eng ranziehen oder die Position zu schließen. Aber hier unten dann daraus zu schließen, dass es damit nach oben geht, das ist in der Regel ein Trugschluss, auf den man sich besser nicht einlässt. Also, um das Regelwerk mal auseinander zu pflücken oder ganz klar darauf einzugehen, das hier ist für mich definitiv keine SKS. Dann hätte ich diese SKS auch schon hier gehabt. Da. Und da hätte ich genauso sagen können, okay, ich habe hier eine Schulter, ich habe hier einen Kopf, ich habe hier eine Schulter. So. Und dann habe ich hier eine Nackenlinie und müsste das Ding auch nach oben auflösen. Die kann ich mir immer wieder suchen. Und das hier genau in diesem Geier hier, nein. Ob das nur richtig war, sich gestern hier 2, 3 DAX Shorts zu suchen, da bin ich bei euch. Das war nicht unbedingt die beste Idee, obwohl der Bereich 12,840 mein Entry-Bereich für DAX Shorts schon seit Montag gewesen ist. Montag haben wir gesagt, wenn wir zurückkommen in den Bereich 12,840, 12,880 als Maximum, dann kann man diese Nummer shorten, kann man auf Slack nachlesen, und diesem Regelwerk bin ich einfach treu geblieben. Was hast du früh genug geschrieben? Manfred, habe ich nicht gelesen. Sorry. Wie gesagt, ich hatte gestern ein paar Kilometer auf dem Tacho. Was hast du früh genug geschrieben? Was mit dem Euro ist gemeint. Ach so, okay, danke. Ja, du bist ja auch ein aufmerksamer Zuhörer, mein Lieber. Okay, also, diese Geschichte hier ist, jeder ist ja freier Bürger in einem freien Land. Jeder kann ja seine Entscheidung alleine treffen. Einzige Regelwerk, was ich zu diesem Zeitpunkt hier für mich akzeptabel wäre oder was ich eventuell angefasst hätte, habe ich aber nicht gesehen, wäre in diesem Bereich die Emma, dass die angelaufen wurde und nach oben abdreht, obwohl die Emma in der Regel im europäischen Markt, also vormittags, nicht unbedingt die Wirkung hat. Wer sich die Analyse von uns reingezogen hat, weiß, dass ich die Emma gerne am Nachmittag benutze. Die Amis sind da
viel genauer mit der EMMA unterwegs und benutzen die viel mehr. Im Moment scheinen die Jungs sich aber genauso daran zu orientieren. Wenn sie es heute tun, dann ist die Short-Position im DAX gut aufgehoben. Die Long-Position im Euro, die dümpelt hier jetzt so vor sich hin. Das ändert an dem Regelwerk aber nichts. Wir sollten, um auf die SKS hier zu kommen, die kann ich rausnehmen hier, die bringt eh nichts. Um auf die SKS hier zu kommen, sollten wir nochmal hochlaufen bis dahin. Hatte ich die vorhin nicht irgendwo eingezeichnet? Doch, da, ne? Da. Dann sollten wir wenigstens nochmal hier hochkommen bis an die 1,1420, 1,1423. Das wäre. Zack. Oh, ich hoffe, das tat jetzt nicht in Ohren weh. Ich habe bloß eine Fliege genervt. Diesen Bereich hier oben nach Möglichkeit nochmal anlaufen. Wenn wir jetzt da drunter gehen und hier den Schlusskurs hier in diesem Bereich unter diesem Tief hier halten, unter dem Low 01, das heißt, wenn wir um 9 Uhr unter der 1.14.01 stehen, haben wir einen bestätigten Abwärtstrend und dann würde ich sogar versuchen, meine Position mit einem kleinen Verlust oder Break-Even rauszuschmeißen, wenn er mir die Möglichkeit gibt. Der Schlusskurs ist dann die Trendumkehr sogar im H1. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben hier einen Trendbruch. Und wenn wir dann hier nach oben laufen und den Schlusskurs jetzt hier drunter kriegen, haben wir einen bestätigten Abwärtstrend. Und dann würde ich alle Long-Positionen rausschmeißen, ebenfalls auch die von der 1.1328 kommend. Die wird dann ebenfalls komplett geschlossen. So der Plan für heute. Sind da noch Fragen dazu? Ansonsten will ich mich jetzt gerne verabschieden. Hab viel zu tun heute, muss noch einen Grill putzen. Der hat uns gestern sehr gute Dienste geleistet, auch im Lagerfeuer. Ich möchte mal darauf verweisen und vielleicht können wir ja den Link, ich weiß nicht, ob Edi hier ist, der wird mir wahrscheinlich den Link zu unserer Facebook-Gruppe mal dazu packen. Den werden wir in die Nachfassmail packen, das Webinar werden wir öffentlich machen. Wenn Florian das geschnitten hat, vielleicht, Nelson, kannst du Flo Bescheid sagen, dass er mir die Aufzeichnung dann vielleicht schickt, wenn er die soweit hat, dann jage ich die bei uns auch in den Kanal. Ich muss jetzt noch zu lange warten, bis ich die hier konvertiert habe. Kein Problem. Kein Problem, oder? Der Nelson war mit uns in Polen wahrscheinlich, dem haben sie auch die Worte geklaut. Sehr wortkarg heute. Nein, wir hören jetzt zu. Wir werden dieses Webinar öffentlich schalten und ich werde jetzt meinen Kram hier packen und wir werden uns Richtung Estland begeben. Wir werden das Wochenende in Estland verbringen. Wir werden heute Mittag entscheiden, ob ich heute Nachmittag ein Webinar mache oder nicht, für alle, die hier anwesend sind aus unserer Truppe. Wenn die Setups laufen sollten, so wie ich sie jetzt gerade erläutert habe. Ich weiß nicht, ob einer Bock dazu hat. Vielleicht die Eckmarken auf Slack, vielleicht kurz zu posten. Vielleicht mache ich das auch gleich noch. Für den Tag den Verlauf kurz zu posten, wenn sich dann dort... Oh, die Sonne blendet hier. Irre. Wenn wir den ganzen Kram veröffentlicht haben, unsere Position laufen, wir haben unser Tagesziel vielleicht realisiert, lasse ich das Webinar heute Nachmittag ausfallen und verbringe es lieber auf der Landstraße. Wir werden euch noch den Link zukommen lassen für unsere Facebook-Gruppe der Reisende Händler. Dort werden wir unsere gehandelten Positionen und unsere Reiseberichte veröffentlichen, die wir dann regelmäßig schreiben und auch ab und zu mal ein paar Kurzvideos drehen, die wir dort veröffentlichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann gerne dort kostenlos registrieren, beziehungsweise den Kanal, den Facebook-Kanal oder die Facebook-Gruppe abonnieren. Und in diesem Sinne, ich glaube, Nelson, wir sehen uns wieder nächste Woche Donnerstag, richtig? Richtig. Ich habe auch deinen Link, der reisende Händler, habe ich gerade in den
Chat an alle kopiert. Können sich alle Ah, mal sehr schön, anschauen. super. Super, super, super. Wir werden, genau. Edel hat gerade den Link noch reingepackt, den können wir vielleicht irgendwie kopieren. Mal gucken, wie es geht. Weil den Inhalt haben wir schon in unserem Blog. So, und Ede wird den bestimmt auch dann auf Facebook veröffentlichen, schätze ich mal. Ne? Ede, wir beide telefonieren gleich nochmal, bevor ich weiterreise. Wir werden jetzt das litauische oder das baltische Wetter genießen und noch ein bisschen auf Bären- und Vogelbeobachtung gehen. Mit viel Glück werden wir vielleicht in 2 Wochen, 2,5 Wochen auf Walsafari gehen und werden vielleicht von dort aus noch ein paar Webinare machen. Ich hoffe auf zahlreiche Begleitungen in unserem Facebook-Kanal und wünsche euch mit den Setups ganz, ganz viel Glück. Vielleicht mal ein kurzes Feedback, vielleicht auch mal auf YouTube Daumen hoch oder Daumen runter. Dann, das ist nicht, dass ich so eitel bin und immer einen Daumen hoch haben will, sondern daraus kann man auch mal lesen. Bringen die Webinare in der Form was oder bringen sie eher nichts? Und vielleicht sollen wir auch das eine oder andere ändern hier in unseren Webinaren. Das wissen wir aber nur, wenn ihr uns das auch sagt. Okay, im Sinne sage ich jetzt tschüss, tschüss aus dem wunderschönen Lettland. Danke, dass ihr so zahlreich da wart. Ich durfte eine Stunde später aufstehen nach der gefühlten Zeit hier. Danke an Nelson, dass wir einmal die Woche die Möglichkeit haben, mit euch hier oder eurer Gruppe, euren Kunden, das auch mal alles zur Verfügung zu stellen, zu zeigen, wie wir arbeiten. Und hoffe auf nächste Woche ebenfalls zahlreiche Teilnehmer. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Super, Thorsten. Wir haben zu danken für das Webinar, für den Inhalt und schön, dass du da so engagiert auch die Technik alles aufbaust da draußen. Wirklich toll und wünsche natürlich allen einen erfolgreichen Tag. An alle Teilnehmer vielen Dank fürs Live dabei sein und hoffentlich sind Sie dann nächste Woche wieder dabei. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, wenn wir die ganzen Bankkontodaten von Thorsten rausgeschnitten haben. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche. Also, tschüss zusammen.